So Freunde, hallo, Eska hier, zurück mit einem neuen Video. Die neuen Paktbeschwörungen sind da. Wir schauen uns die Helden gleich mal an. Und ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Sorry für die Nebengeräusche, ich muss gerade mal ins Wohnzimmer rennen und das Ladekabel holen. Sonst wird hier nicht viel mit erzählen. Okay, währenddessen seht ihr, wie das Portal durchläuft und ihr seht, was für Helden drin sind. Dazu gleich mehr. Wir haben hier einmal Adalinda. Adalinda. Paladin, Familienbonus, Monsterjägerfamilie 2-3. Also ab 2 Helden gibt es plus 5% Angriff. Für 3 dann plus 10. Und das geht so weiter bis plus 20 dann für 5 Helden. Also wenn man die ganze Familie aufstellt. Ein fettes Passiv oder was? Schaden über Zeit bei voller Aufladung. Wenn dieser Charakter seine Spezialfähigkeit wirkt, markiert er einen zufälligen Feind mit einem Zeichen des Jägers. Das Ziel erleidet 150 Schaden über 3 Züge. Ja. Ja, kann helfen natürlich. Und die Dauer wird aktualisiert, wenn es das schon hat, das Ziel. Und dieser Charakter hat eine Chance von 10% direkten Schaden auf 1 zu wirken, also zu senken. Der schwarze Ritter. 10% Chance, ja. Also von 10 Mal wird es einmal brocken. Füge dem Ziel, also mittlerer Paladin in Blau, füge dem Ziel und benachbarten Gegnern 395 Schaden zu. Bei einem Attack-Wert von 753 mit Limit Break und Wappen, kommen wir auf Strafe, keine Ahnung, vielleicht ja 900 oder was, vielleicht auch knapp über 1000, da bin ich nicht gut drin, aber auf jeden Fall. Erstmal 395 auf 3, was schon ein recht saftiger Hit ist, ne? Und dann gibt es noch einen Knochenfallen-Fiend fürs Ziel und Nahegegner. Und der Fiend greift das Gegner mit 45 Angriff bei jedem Zug an. Der Schaden erhöht sich jeden Zug um 8% bis maximal 93%. Nochmal kurz drüber. 45 Angriff bei jedem Zug. Der Knochenfeind absorbiert Heilung und verschwindet, wenn er Leben in Höhe von 35% des maximalen Lebens des Besitzers aufgenommen hat. Das heißt, man kann ihn wegheilen. Das Ziel und benachbarte Gegner erhalten minus 56% Verteidigung für 4 Züge. Minus 6, also die Hälfte weniger Verteidigung. Das ist alles natürlich cleanbar, ne? Das ist alles säuberbar. Aber wenn man es halt sitzen hat, dann ist die Hälfte Verteidigung für 4 Züge schon enorm. Und mit einer dicken, fetten Truppe drunter ist die halt auch nicht mehr mittel, ne? Dann schauen wir uns ihn hier an. Er ist noch neu. Hawthorne. Hawthorne ist Paladin, Kleriker. Gleicher Familienbonus. Gleiches Passiv. Und er droppt auch auf 1. Mittlerer Kleriker in Lila. 672 verstärktes Leben über 4 Züge. Verstärktes Leben kann die Max-LP überschreiten, das kennen wir. Liedenbrock, Garnett, Heimdall. Alle Verbündeten erhalten eine moderate Menge Mana für 4 Züge. Alle Helden reflektieren für 4 Züge negative Statusänderungen. Das bedeutet Brandschaden oder Frostschaden, Sand Damage und so wird alles zurückgeschmissen. Von dem her, ja, wie sehe ich ihn? Also, ja, ich weiß nicht. Starker Heiler auf jeden Fall erstmal und dann noch die Negativen zurück. Das kann hilfreich sein, ne? Das kann extrem hilfreich sein. Hauen Sie mich vom Hocker nicht so richtig. Nicht so richtig. Und dann kommt halt das andere. Okay, eine Evelyn kann man immer noch brauchen, weil sie den Death Down gegen das Element macht, also gegen Natur.
Eine Frida kann man immer noch brauchen, weil sie den Death Down gegen Eis macht, also gegen Blau halt, ne? Das macht er hier auch. Die haben hier Sachen reingepackt, die mit Elementen arbeiten. Außer er macht die Gegenangriffe, Isrod. Sehen wir nicht allzu oft. Und das war's dann schon. Das sind die Vorgestellten. Wir haben hier eine Drop Rate von 1,6%. Ja, okay. Das Problem ist, also Problem, es ist halt so, die sind ja teurer, die Beschwörungen. Die 1,6%, ja, obwohl sie, ja doch, sie sind teurer, auf jeden Fall sind sie teurer. Und wenn wir uns das Portal angucken, nee, nicht das, sondern du kannst hier halt auch einen Mokka kriegen. Was machst du mit einem Mokka? Kannst auch Season 1 Helden kriegen. Ein Poseidon ist bestimmt nicht schlecht, ja, aber macht Schaden auf einen. Verhindert die Statusänderung, aber ja. Und dann kriegst du einen Bosswolf, der sehr langsam ist und nur im Rush zu gebrauchen. Also ihr seht, ja, da sind ein Haufen Helden drin, die eventuell, oder du kriegst den Morgan Le Fay. Ja, nur der Wilker halt, ne? Also ist echt nicht toll, ne? Also sie haben hier wieder einen Haufen Zeug reingepackt, das wir eigentlich nicht haben wollen oder vielleicht schon haben. Wenn jemand anfängt und sehr, sehr viele von diesen Helden noch nicht hat, Missandra, schon verlevelt, ey. Seelentausch geschickt. Dann ist es vielleicht ein gutes Portal. Dann kann man da vielleicht beschwören. Ich würde davon abraten. Also ich bin von diesen Portalen nicht überzeugt. Schau mal, was da alles drin ist. Ja, eine Dorn, okay. Ne? Ja. Weiß auch nicht. Also ich werde nicht beschwören. Zumindest nicht groß. Vielleicht denke ich mir dann irgendwann auch, ja, okay, komm, ein Fünfer, machst du halt mal drei oder so, ne? Aber grundsätzlich, ich bin da nicht so überzeugt davon, was sie da machen, dann kriegst du ja. Also, ich finde halt, die Season 1 Helden, die gehören da einfach nicht rein. Ne, jetzt habt ihr euch überwunden, dass ihr Portale macht, wo keine Season 1 Helden drin sind. Dann macht es auch weiterhin bei den Paktbeschwörungen. Packt uns da ein paar packt uns da ein paar Event-Dreier rein und so. Und vielleicht geben dann auch mehr Leute Geld aus. Sind die neuen gut? Bestimmt für mich wert, dass ich sie jag? Nee. Ne? Starke Helden sind es natürlich, ja. Also die Werte sind einfach. Ja, obwohl, sie sind jetzt, ne, Nefrida mit 733, 723, 1330 und sie mit 753, ah, okay, das ist schon, ja, schon ein bisschen besser, aber müssen sie ja auch sein, sie sind neu. Also Leute, entscheidet selber, von mir gibt's No, ein absolutes No, warten wir, bis da noch mehr kommt oder bis vielleicht mal, keine Ahnung, wenigstens wie bei den anderen Portalen, 5 nur Pakthelden drin sind hier aus dieser Monsterjägerfamilie und dann kann man da mal eine 10er machen oder auch eine 30er oder was. So denke ich, boah. Naja, nicht unbedingt, ne? Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch, falls ihr beschwert, viel Glück, gute Steine im Krieg. Haut rein, bis dann. Euer Eskar.